Also geht's jetzt nach Messenien. Ich reiste um die Welt, von einem Ende zum anderen. Aber nehme, ich traf niemanden wie dich. Wie traurig. Das war vielleicht für ein oder zwei Jahre sein Zuhause. Und nun? Wieder ein Söldner auf Rache aus, einen Kult zu zerstören. Da ist er. Der Älteste ist aufgedeckt. Für jede Seele, die in Frieden lebt, mussten andere sterben. Das ist der einzige Weg. Okay. Es sind aber trotzdem nochmal zwei Stück. Okay, das ist... Warum ist hier... Egal. Es sind trotzdem nochmal zwei Stück hier, die ausgeschaltet werden müssen. Obwohl wir jetzt hier die Unsterblichen schon getötet haben, gibt es hier noch zwei Älteste. Ja, aber da müssen wir halt herausfinden, wo und wann wir zuschlagen. Okay. Wir müssen nach... Messien, wo ist denn Messien? War ich denn da schon? Ich glaube nicht. Messara, nee, das ist nicht. Das ist Messara. Was ist denn Messien? Ach, da ist Messien. Ah, da wo der Olymp ist. Okay. Na gut, dann machen wir mal eine Schnellreise dorthin. Treibt uns nur noch eins an. Rache. Jetzt ziehen wir unsere Stealth-Kluft wieder an. Ich muss die natürlich erstmal wieder ausrüsten, weil ich hier nackt bin, warum auch immer. Super. Kann ich auch mal kurz hier ein bisschen aufräumen, das Inventar schon wieder. Ist wieder voll mit lauter Müll. Genau, das war das Schwert. Und das hier, glaube ich. Das Schwert und das Schwert. Das waren die zwei Schwerter. Dann der Bogen. Was hat der hier? Natürlich nicht. Hallo. Was soll denn das? Und dann. Auch geile Maske mittlerweile. Ist aber Jäger. Alles Jäger-Attentat hier. Gut, ich hatte ja die hier an. Aber ich glaube... Das Krieger... Nö. Nö, es gibt einfach nichts Besseres. Alles weg hier. Das ist eine Augenklappe. Müssen wir auch irgendwann mal jetzt aussortieren hier. Okay. 146. Ich hatte doch mehr, soviel ich weiß. Ich könnte auch mal alles aufleveln auf Level 60. Es wird wahrscheinlich schweineteuer, aber das können wir ja echt probieren. Anführer entdeckt. Warte mal, wo ist denn hier? Gibt's hier einen Schmied? Nee, nicht wirklich. Ja, egal, dann gehen wir da rein. Die Waffenwerkstatt. Ja, hier sind diese Schleuder. Armbrüste. Nee, wie heißen die? Nicht Armbrüste, sondern... Na, ich weiß es gerade nicht. Darf ich wohl nicht rein, oder was? Hier wurden die auf jeden Fall gefertigt. Also ist der Orden tatsächlich hier.
Beruhige dich, es war nicht echt. Doch, ich hab's gesehen. Ein Schatten, der sich bewegte. Aha. Darius. Darius ist hier. Malaka. Ach, ein Toter. Ey, was ist denn hier los? Das kommt mir bekannt vor. Bewegt euch! Aus dem Weg! Was ist mit ihm geschehen? Das hier war kein Anfänger. Die Wachen kamen und gingen hinein. Er blieb hier und hielt Wache und... Und dann fiel er einfach um. Und überall war Blut. Es war ein Schemen. Ein Schemen, ich hab's gesehen. Schemen? Das hört sich echt nach Darius an. Hey, ciao, Zock. Robby. Schön, dass du eingeschaltet hast. Da ist jemand ganz schön wütend. Ja. Darius. Adlermann. Auch schön, dich zu sehen. Mit dir hätte ich nicht gerechnet. Du kannst von Glück sagen, dass ich dich nicht für einen von denen gehalten habe. Was machst du in Messenien? Wenn Elpidius noch lebt, ist er bei Amorges. Und Messenien ist Amorges Hochburg. Sieht aus, als wärst du da auch von selbst drauf gekommen. Aber er wird schwer zu finden sein. Er versteht es, sich abzuschirmen. Wir müssen ihn herauslocken. Ich hätte da ein paar Ideen. Okay. Hinter Amorges steht das gesamte spartanische Heer. Unter dem Befehl seiner ergebensten Befehlshaber. Wir werden kaum zu ihm durchdringen. Es sei denn, wir schwächen seine Truppen. Dann tun wir das. Der Orden hat eine umfangreiche Produktionskette für seine Waffen. Hinter all dem steht ein Befehlshaber. Sprich für den Anfang mit den Heloten. Vielleicht wissen die, wo er ist. Außerdem verstärkt der Kult des Kosmos den Orden in Messenien. Und ein Befehlshaber des Ordens, Demokrates, ist für die Durchführung verantwortlich. Wenn wir ihn ausschalten, wird uns der Kult nicht länger im Weg stehen. Gut, dann schalten wir ihn aus. Eine Sache noch. Ich habe gehört, dass der Orden einen Athener Feldherrn gefangen genommen hat. Er ist für meine Pläne unabdingbar. Du musst ihn befreien und ihm diesen Brief geben. Und dann hole ich Elpidius. Was kannst du mir noch über Demokrates sagen? Erzähl mir mehr über Demokrates. Amorges hat ihm die Geschäfte des Ordens mit dem Kult übertragen. Er ist bekannt, zeigt sich aber wenig in der Öffentlichkeit. Dies ist eine seltene Gelegenheit, ihn zu erwischen. Und was willst du von den Athenern Feldherren? Dieser Athener Feldherr. Was willst du von ihm? Wenn wir ihn befreien, haben wir einen mächtigen Verbündeten. Ah, okay. Wo sind die Heloten, mit denen ich reden soll? Wo finde ich die Heloten, die ich nach dem Befehlshaber befragen soll? In Apia. Dort findet die ganze Waffenproduktion statt. Okay, ich erledige das. Verlass dich auf mich. Wir schlagen schnell und hart zu. Wir? Zu zweit sind wir wesentlich schneller und effizienter. Okay, machen wir es zusammen. Elpidius hat für mich oberste Priorität. Bis dahin toleriere ich dich. Gut. Mir geht es ebenso. Ich habe hier genug Zeit verschwendet. Komm zurück, wenn du den Orden erfolgreich geschwächt hast. Es gibt noch mehr zu tun. Okay, da ist schon das erste Ziel. Da ist er. Was ist hier? Da ist er. Noch einer. Was zur Hölle? Ja, wie riesig ist denn das bitte? Ich muss mich komplett hier reinschleichen und alles erledigen. Gefunden. Ach, drei Heloten befreien muss ich. Also gut. Aber das waren erst zwei. Wo ist der dritte?
dann befreie ich die mal. Ah, ich habe schon alle drei. Alles klar. Anführers. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Sehr gut sogar. Was ist das? Was war das denn, Alter? Wieso hat er denn kein... Egal. Zieh mich mal besser zurück. Warum hat er denn nicht angegriffen? Mist, Alter. Ich habe zwar gedrückt, aber es hat nicht reagiert. Diesmal habe ich einen. Dein Maul. Sag mal, woher kommen die denn? Die kommen einfach aus dem Haus raus, oder? Okay, der haut einfach ab. Okay. Natürlich werde ich jetzt wieder gejagt. Aber egal, ich muss die Heloten nur befreien. Los, weg mit dir. Bisschen vorsichtiger sein. Nette Truhe, danke. Hier finde ich vielleicht einen Hinweis. Als Maul. Okay. Da ist noch ein Helot. Weg mit dir. Ich bin frei. Kein Dank wäre genug. Ja, lass dich einfach nur nicht nochmal schnappen. Halt dein Maul! Hör du auf zu jammern! Okay. Und frei. Weg mit dir. Endlich bin ich wieder frei! Dank dir allein! Kein Problem. Läuft einfach an dem vorbei. Scheint nicht mal zu interessieren. Okay, geschafft.
Komm schon. What the hell? Okay. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Hast du die Helota namens Rhode gesehen? Ja, sie wurde zum Zentrum von Appia gebracht. Es heißt, dass sie dort den Tod finden wird. Das Stadtzentrum. Ich muss mich beeilen. Okay. Das Stadtzentrum. Folterplattform. Machst es dir selbst nur schwerer, hörst du? Ihr zwingt uns ja, Essen zu stehlen. Es gibt nicht genug zum Leben. Halt dein Maul! Oha. Was kommt davon, wenn man nimmt, was einem nicht gehört? Ein Tod wird allen eine Warnung sein. Es ist mir egal, wem das Essen gehört hat. Wir waren hungrig. Wenn du das Spektakel sehen willst, hast du von da unten bei den anderen eine bessere Sicht. Wer bist du? Ich bin hier, um zu reden. Ich bin wegen dieser Frau hier. Die? Die wurde mal wieder in der Küche beim Stehlen erwischt. Wir haben den ausdrücklichen Befehl, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Ich brauche sie lebend. Lasst sie frei, dann wird niemand verletzt. Alles hat seinen Preis, Söldling. Wir brauchen Drachmen, um den Proviant aufzustocken. 300 Drachmen, das ist ja nix. Ja gut, hier, nimm. Ich bezahle für sie. Na dann, ich vergaß die Zusatzkosten für unsere Mühen. Folter ist harte Arbeit, weißt du? Zahle das Doppelte und ich übergebe sie dir. Ei Hades, gib ihm keine einzige Drachme. Hey! Okay. Ich zahle mit meiner Klinge. Das reicht. Ich nehme sie mit. Und eure Köpfe auch. Ja, hol sie dir. Das war die falsche Wahl. Ergreift den Söldner. Ergreift den Söldner da. Großmaul kriegt als erstes auf die Fresse. Ja, ja. Zack, zack, zack. Was willst du? Ja, was soll ich denn gehen, wenn ich will? Muss ich dich bestrafen? Ach, verpisst euch! Ah, komm her! Na dann. Boah, hat gegen beide gekämpft hier. Was ist mit dir? Hau ab! Oh. Alter! Alter, jetzt mischen sich wieder solche Drecksäcke ein. Das ist unglaublich. Immer muss ich kämpfen gegen euch Schweine. Ja, aber ihr seid alle so raffgierig. Nur. Alter. Wo kommt er denn her? Jetzt sind es auch noch zwei. Nehmen wir nicht auf den Sack. Okay, jetzt muss ich flüchten. Das ist keine Rückzieher. Ich bin einmal weg. Das war knapp. Puh, das war knapp. Danke, Söldner. Gut, dass du vorbeikamst. Warte. Ich suche den Befehlshaber. Es hieß, du wüsstest etwas über ihn. Der Befehlshaber? Oh, ich kenne ihn. Das stimmt. Welch schöne Erinnerungen. Ich habe mal für diesen Malakes gearbeitet. Okay. Wie ist er so? Dieser Befehlshaber klingt abscheulich. Er ist skrupellos, Söldner.
Er ließ uns arbeiten, bis unsere Hände rot und wund waren. Wir bluteten bis zum Morgengrauen. Nicht mal die Kinder hat er verschont. Deshalb muss ich Essen stehlen, wo ich kann. Wir haben nie genug. Wie wurdest du geschnappt? Du hattest Glück, ich kam gerade rechtzeitig. Wie wurdest du geschnappt? Sie haben mich erwischt, als ich einen Laib Brot stahl und mich zum Tode verurteilt. Was passiert, wenn ich 10-mal mehr stehle? Die Strafe ist zu hoch. Die Narben an ihrer Hand sehen echt schlimm aus. Sag mir, wo der Befehlshaber ist. Zeig mir den Befehlshaber. Und ich schlitze ihm die Kehle auf. Du willst ihn umbringen? Mhm. Schön. Es geht einiges vor sich in Messenien, Söldner. Sieh nur, wie wir leiden. Wie die Kinder leiden. Es muss doch ein besseres Schicksal für sie geben. Ich habe einen Plan, wie ich die Kinder von hier wegschaffen kann. Meinen Sohn und die anderen. Hilf den Kindern, dann helfe ich dir. Abgemacht. Ich mache es. Aber du musst mir sagen, wo der Befehlshaber ist. Sehr nett von dir, Söldner. Ich verspreche, du wirst dein Ziel finden. Aber schlitze ihn bitte nicht vor den Kindern auf. Wie willst du die Kinder hier rausschaffen? In der Nähe gibt es einen Fischer, den wir gut für seine Hilfe bezahlen. Wir müssen die Kinder zu seinem Boot an der Anlegestelle bringen, und zwar schnell. Die Zeit läuft uns davon. Geh voran. Folge mir. Oh oh. Den Weg frei. Die alle. Wo ist sie? Wir hier weg. Wo ist sie jetzt hin? Ach, da. Okay. Also gut. Retten wir ein paar Kinder und kriegen dafür den Aufenthalt von dem Befehlshaber. Martha! Hallo, mein kleiner Krümel. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Schnell. Wer ist das? Ein freundlicher Söldner. Er wird uns helfen, von hier zu verschwinden. Also gut, Leute. Martha sagt, wir sollen dem Söldner folgen. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Das ist kein Spiel. Ein Heldenname ist ein Deckname, den nur die größten und bestesten Helden haben. Meistens eine Kombination aus einem coolen Tier und dem Wetter. Sagt ihm eure Heldennamen, Kinder. Meiner ist Wolfssturm. Meiner ist Blitzschlaghai. Meiner ist... Er ist Hühnerregen. Okay. Ich wollte den Namen nicht. Das habe ich beide. Hühnerregen? Oh nein. Ich wusste, ich würde dich hier finden, Adlermann. Du hast mich. Sie hatten recht. Du stehst immer im Zentrum jedes Aufruhrs. Warum trittst du nicht beiseite und lässt mich meine Arbeit tun? Ich kümmere mich um dich. Und dich, sobald ich die Kinder weggebracht habe. Sie haben noch zu tun. Dich kaufe ich mir jetzt. Lass die Kinder gehen. Lass die Kinder da raus. Ich werde es genießen, dich in deinem eigenen Blut zu ertränken. Zeit zu sterben! Was bist du denn wieder für ein Großmaul, Alter? Zack und Feierabend! Das war's schon wieder mit ihm. Oh, wieder von hinten. Das könnt ihr Perser immer so gut, ne? Immer schön von hinten angreifen. Schon wieder. Zack, zack. Ja, immer schön zu dritt oder von hinten. Ich weiß schon. Zack. Natürlich kommen wieder die zwei und mischen sich ein, ist doch klar. Come on. Stirb. Ah, daneben. Ich will nur noch die scheiß Soldaten umbringen. Wo ist der andere? Komm her. Tschüss. Okay. Das war der eine. Nichts gibt's, hast du.
Daneben! Und zack! Los, schnell, Kinder! Das Boot wartet! Los, lauft! Lass die Volltrottel da rumspringen! Lauft, Kinder, lauft! Ja, das meine ich auch noch. Du brauchst einen Heldennamen, Söldner. Such du doch einen für mich aus. Hm. Oh, wie wär's mit Adler irgendwas? Er hat doch einen Adler. Adler Donner. Hm. Perfekt. Jetzt bist du einer von uns. Adler Donner. Süß. Ja, geschafft. Du hast Adler Donner, Adler Donner, Adler Donner. Das war der totale Wahnsinn. Söldner, du hast es geschafft. Befehlshaber? Es ist Zeit für dich zu gehen, kleiner Krümel. Du kommst nicht mit? Nein, ich muss bleiben und hart arbeiten, damit ich dich eines Tages besuchen kann. Nein, nein! Wo ist mein Vater? Wo ist meine Martha? Ohne dich will ich nicht gehen, Martha. Er nimmt mich in den Arm, wenn ich schlecht geträumt habe. Söldner, ich weiß nicht. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es vertrage, sie vorzuschicken. Schick uns nicht weg, bitte! Die Kinder sollten gehen. Das wird richtig hässlich hier. Oder sollten sie bleiben? Na, sterben sie. Nee, sie sollten gehen. Ihr müsst gehen. Messenien ist zu gefährlich. Es ist nicht sicher für Kinder. Aber was ist mit unseren Eltern? Was passiert mit ihnen? Sie wollen nur euer Bestes. Jetzt geht. Das Schiff wartet. Chäre, mein Krümel. Warum geht sie nicht mit? Was will sie denn noch da? Es kann doch mitgehen. Wo sie hingehen, werden sie es besser haben. Du hast recht. Wären sie geblieben, ich wüsste nicht, ob wir sie beschützen könnten. Sie erwartet ein besseres Leben. Ein besseres, als wir ihnen bieten könnten. Wir werden immer für unsere Kinder kämpfen. Ja, immer. Und du hast einen Befehlshaber. Hab Dank, Söldner. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen. Okay, wir haben den ältesten Hinweis. Die scheiß Kopfgeldjäger sind noch immer hinter uns her. Dann gehen wir mal gucken. Können wir einen Kultisten aufdecken? Können wir nicht. Doch. Nö. Nö. Wir haben nur einen Hinweis, aber keine Ahnung wo. Ist auf umstürzende Spezialisten Folge Mächtnis. Mein Ältester entsorgt Leichen in der Kedasa-Höhle im Tal der Astronomie in Mesia. Ah, okay. Na gut. Dann gucken wir jetzt, wie wir den Ältesten suchen. Ja. Was sind das hier eigentlich? Trifft die Kontaktperson. Achso, das ist schön. Atlantis. Ist jetzt plötzlich oben. Früher war das unten. Was ist das hier? Die Ordnung des Kosmos. Befreie den Athener Feldherr. Oder? Das sind die im Osten. Blutlinie Schatten im Osten. Kann ich jetzt auch mal ausmachen hier. Dann suchen wir den Athener Feldherr. Wo ist der? Ah. Oh, da waren wir noch gar nicht. Okay. Und hier ist dann wahrscheinlich der
Typ, den ich umbringen soll. Hund von Sparta. Freie den Athener Falter. Okay, das ist ja fast in der Nähe. Alles klar. Laufen wir mal. Oder fahren mit dem Boot am besten. Weil durch die Stadt ist es gefährlich zu laufen. Okay. Los geht's. Wie ich den DLC finde, traurig finde ich den DLC, wirklich. Er ist echt traurig. Also zumindest, wenn man Alexios spielt. Er hatte eine Familie, keine Ahnung, Kind, Frau. Jetzt ist er wieder einsam. Und sein Schwiegervater und er versuchen jetzt, die Mörder zu fassen. Finde ich nicht schlecht geschrieben, sag mal so. Also am Anfang fand ich es ziemlich öde. Ich hatte das, also der Teil 1 und 2 war für mich irgendwie so, ja, wir nehmen nochmal das Hauptspiel und packen einfach mal den, nochmal alles rein, was im, also in alles, was im Hauptspiel geklappt hat, packen wir einfach mal in den DLC rein. Und das nur ein bisschen minimalistischer. Oh. Hä, bin ich jetzt... Oh, warte mal. Ah ja, nee, ich bin viel zu früh rein. Okay. Schön am Strand. Oh nein. Nein. Ah. Obwohl, ich komme noch weg. Ja, ich komme. Aber was sie dann gemacht haben, nicht schlecht. Also Teil 3 finde ich schön, schöne Geschichte jetzt. Also klar, die Geschichte musste, eher für flache Gewässer. Musste sich erst aufbauen, aber ja, wie gesagt, unerwartet. Bin ich noch immer so weit weg, oder was? Noch einmal. Aber ich glaube, ich laufe den Rest. Okay. Bin gespannt, wie es noch weitergeht. Das dürfte eigentlich das Ende sein. Obwohl, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt 3 Teile. Oder es gibt 4. Gibt genug in Griechenland, die er noch knacken kann. Nein. Nein. Ich glaube, er hat sich ausgetobt. Ich glaube, jetzt gibt es bestimmt nichts mehr in Griechenland, die er noch knacken kann. Das sind die Athener Feldherren, die wir befreien müssen. Der Reus hat gemeint, wir sollen die befreien. Dann machen wir das mal. Zu spät jetzt. Mach ich halt wieder so. Zack. 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 Das muss der Athener sein, von dem er hier sprach. Ja. Den trittst du jetzt entgegen, Arschloch. Das war's. Okay. Befreien wir sie mal.
Was machst du denn hier? Eure Schafft leiser zu sein. Oh. Oh, die haben schon einige getötet. Hier lang! Ab dann! Natürlich kommt hier jetzt wieder einer. Ich hoffe, das geht wirklich. Also sterb! Ja. Ein Maul. Du brauchst das Geld wirklich. Also stirb! Hier kriegst du sogar eine Seebestattung. Hier kommt ein richtiger Krieger! Oh oh. Oh, da kommt schon wieder einer, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch gerade eben erst einen getötet. Warum wird gleich ein nächster generiert? Das ist doch zum Kotzen mit dem Spiel. Egal, töte ich alle in diesem Land. Sache erledigt. Dein Maul, geh eine Runde schwimmen. Ah, wahnsinniger Bäcker, das war's. Kommt der nächste. Okay. Alter. Kommen jetzt unendlich welche. Ja, kann ich jetzt hier gar nicht mehr in Ruhe meine Quest machen, ohne dass ich angegriffen werde. Irgendwelchen Affen. Ja, zack, zack, zack. Und zack. Stirb. Das war's. Los, weg hier, bevor der nächste kommt. Drei Söldner mal kurz niedergemacht. Maschine sind wir mal langsam, echt. Ups, Entschuldigung. Aber trotzdem muss ich mal demnächst zum nächsten Schmied und alles mal ein bisschen upgraden. Soll ich dich nennen? Nenn mich Adlermann. Die meisten nennen mich Adlermann. Bitte was? Richtig gehört. Es ist nur... Wir kennen die Geschichten, wir alle. Aber ich hätte nie gedacht... Ich habe keine Zeit für Geschichten. In Ordnung. Diese Malakis von Spartanern. Wir müssen ihnen unbedingt die Kontrolle über diese Region entreißen. Hilfst du uns? Momentan bin ich kein Freund der Spartaner. Oder ihre Verbündeten. Den Persern. Du weißt davon? Ich weiß, dass diese verdammten Spartaner reicher denn je sind, obwohl ihnen schon vor Jahren die Ressourcen hätten ausgehen müssen. Ich soll dir das hier geben. Aha. Wie es scheint, haben wir gemeinsame Feinde. Ich kann dir und deinen Verbündeten bei eurem Plan helfen, aber dann müssen wir den spartanischen Anführer hier in Messenien töten. Was ist denn so besonders an diesem Spartaner? Er ist ein Schlechter. Hat mehr Athener getötet als sonst irgendjemand. Und er genießt es, das kann ich dir sagen. Wir wissen, wo er sich aufhält, aber meine Männer und ich kamen einfach nicht an ihn ran. Wenn ich dabei bin, wird es leichter. Ja. Das ist seine Flotte. Oh, seine Flotte, sagst du? Oh nein. Echt jetzt? Schon wieder Schiffskampf. Oh Mann. Okay, ich muss seine Flotte zerstören. Alter, es sind 1, 2, 3, 4 Schiffe. Alter. Also gut, gehen wir wieder ein paar Schiffe versenken.
Seid ihr bereit? Es geht los. Kapitän, du bist zurück. Ja, der Kapitän ist zurück. Auf geht's. Wir müssen eine Flotte vernichten. Schneller! Okay, wir nehmen erstmal die größeren Schiffe. So schnell es geht! Ja, da sind auch ein paar Athena-Schiffe. Boah, das große Schiff, das wird richtig schwer. Boah, das wird jetzt richtig böse. So viele, bitte. An die Bögen! Los, jetzt versenkt sie! Wir müssen den Athenern helfen. Ja! Yeah. Speere! Schnauze! Jawohl! Okay. Okay. Pfeile bereit! Pfeile bereit! Und... Genauer zielen! Auf Position schützen! Wir gehen auf Randgeschwindigkeit. Rammt sie, los! Legt euch ins Zeug! Bam! Oh, Alter! Oh nein! Scheiße! Das war's. Meine Verstärkung ist kaputt. Sehr schön. Seid recht am Angriff passiert. Okay. Hoppa! Zack! Los, schlachtet sie ab! Ja, Mann, schön! Komm schon! Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst! Dann geht er wieder baden. Er bleibt halt einfach stehen, so. Oh, schlägt er mich? Okay. Ja, siehst du mich? Da ist ein Hai. Oh, und tot ist er. Schön, zwei Schiffe schon runter. Auf den Grund des Meeres zu Neptuns Reich. Los, schicken wir die anderen dazu. Ja, Mann. Vorwärts! Nein, wir versuchen sie zu rammen. Brecht sie in zwei.
Okay. Auf das große Schiff. Oh, wir müssen uns zurückziehen ein bisschen. Das große Schiff greift uns halt voll an. Ja, haut bloß ab! Jetzt, sie haben alle Pfeile, jetzt! Wir greifen an! Bäm. Und jetzt, Feuer frei! Ja, brennt, ihr Schweine, brennt! Entern, los! Ja! Wir schicken sie zu Poseidon! Ja! Komm her! Zack! Poseidon erwartet dich! Spartanischer Bastard! Ares ist nicht mehr mit euch, ihr Schweine! Zack, zack, zack! Das war der! Okay, unser Mann ist schwimmen gegangen. Ich glaube, das war unser Mann. Yeah! Nice! Sehr gut. Gut gemacht, Männer! Auf zum nächsten Schiff. Wo ist das überhaupt? Ah, das kämpft da drüben. Los, weiter geht's! Los! Sind zwei Schiffe noch, ne? Oh! Ah, ich darf nicht mit denen zusammenstoßen. Wo sind die denn? Junge, Junge, Junge. Verpisst euch. Ich seh's doch, ich seh's doch. Speere und Feuer. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Nein! Drehung! Wir müssen die noch entern, um uns wieder auf... um uns wieder zu heilen. Komm schon! Entern, einleiten! Okay. Sollen die zwei jetzt noch kämpfen? Ah, zack, zack. Zack. Au. Jawohl, abgeschlossen. Sehr gut. So, jetzt zum letzten Schiff. Wir sie uns. Ranggeschwindigkeit. Ja, bam. Ja. Das Feuer ist bereit. Hackeln wir sie ab. Bam.
Ja, Mann. Speere! Ja, komm schon, die lassen nicht mehr von uns ab hier. Aber was? Ich brauche dein Rad gerade nicht. Wir haben sie gleich. Mach dich bereit! Weitere Treffer vermeiden! Ja, ich merke. Ah. Ah, was ist das? Oh nein, Alter. Ja, ich merk's. Ah. Los, weg, weg, weg. Ah, natürlich kommt jetzt ein scheiß verblödeter Scheiß. Ah. Kopfgeldjäger. Müssen wir uns erstmal erholen. Den Kopfgeldjäger müssen wir erstmal weglocken. Scheiße, echt. Vorwärts! Das ist gefährlich, ist egal. Haltet euch fest! Wir rammen sie! Wir rammen sie! Ja! Und enter! Yes! Attacke! Das war cool, oder? Der Blödsack ist jetzt auch noch ins Wasser gesprungen. Au. Hat dein Maul. Na komm schon. Tschüss. Okay. Nett. Ah, kaputt, jawoll. Oh, der Drecksack. Ja, zack, zack. Das war's. Okay. Der umkreist uns hier wie ein. Gibt's ja keine Kisten, oder was? Gar nichts. So ein großes Schiff und es gibt nichts. Ja. Das war's mit dem großen, bösen, spartanischen Schlechter. Komm schon! Nehmt die Zwiebel weg hier. Los! Oh, mal schauen, was der Athena-Feldherr jetzt sagt, nachdem ich hier die ganze Flotte versenkt habe. Langsam! Bis zu deiner Rückkehr, Kapitän! Yep. Lass mich vorbei, lass mich vorbei! Na toll. Er steht bestimmt da und guckt so mit großen Augen, wie ein Schiff eine ganze Flotte zerstört hat. Na gut, ich hatte ein bisschen Unterstützung von seinen Leuten. Ein bisschen. So viel vielleicht. Ah, hast du gesehen? Wo ist die Flotte? Ich sehe sie nicht mehr. Der spartanische Hund ist nur noch eine Erinnerung. Es ist getan. Selbstverständlich. Der spartanische Schlechter war kein Gegner für mich. Natürlich. Wegen des Briefs, den du mir gabst. Du musst deinen Teil der Abmachung einhalten, wenn du Messenien von den Persern befreien willst. Oh. Du kannst dich auf uns verlassen, wenn du bereit bist. Gut zu wissen. Okay.
Gut, die Athener haben wir auf unserer Seite.